kann er sich abschließend nicht erklären lassen. Allerdings, Herkunft und Werdegang des Klaus von Stauffenberg, der mit seinem Bruder Berthold in jungen Jahren den sogenannten George-Kreis anstand, sprechen dafür, dass er das Leben das geheime Deutschland gerufen hat. Noch immer sind die Widerstände des 20. Juli Gegenstand politischer und historischer Auseinandersetzungen. Das hat seinen guten Grund, dass die Frage nach der Wahrhaftigkeit der Verschwörer vom 20. Juli an ihrer Erhaltung des Widerstands zum Holocaust aufbricht. Zumal in den letzten Jahren ist deutlich geworden, dass es keineswegs der Abscheu vor Hitlers Politik der Massenvernichtung der europäischen Juden gewesen ist, der diese Männer in den Widerstand geführt hat, sondern die Sorge um Deutschland. In diesem Sinne hat der Historiker Jörg Friedrich, der einmal vor seiner nationalistischen Wende ein glänzend recherchiertes, mit kontrollierter Wut geschriebenes, umfassendes Buch über die kalte Amnestie nationalsozialistischer Verbrecher in der Bundesrepublik geschrieben, beziehungsweise in einem Vorwort zur Neuauflage seines Buches geschrieben, dass es sich bei den Männern vom 20. Juli um ehrenwerte, anständige Männer gehandelt habe, die zu Unrecht nur ihrer völkischen Gesinnung wegen zu der Friedrich kriminalisiert wird. Was hat das mit unserer Fragestellung zu tun? Nun, das geheime Deutschland jedenfalls war, Jahre vor Stauffenbergs Hinrichtung, das Thema einer Vorlesung, die der 4 Jahre später aus Deutschland geflüchtete jüdische Hochschullehrer und Professor an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, nämlich Ernst Kantorowicz, im Winter 1933-34 gehalten hatte. Nach dieser immer wieder von nationalsozialistischen Schlägern gestörten Vorlesung, ihr Thema war das geheime Deutschland, zog Kantorowicz, ob seiner Frontsoldatenzeit im Ersten Weltkrieg, auch als Jude im nationalsozialistischen Deutschland noch ordentlich emeritiert und schließlich nach einer Gastprofessur in Oxford im Jahr 1934, schließlich Frankfurt verlassen, zunächst nach Berlin und war 1938 Deutschland verließ, um 1939 in die USA zu emigrieren und niemals, im Unterschied zu anderen deutsch-jüdischen Emigranten, niemals der an der Universität Heidelberg nach dem Ersten Weltkrieg mit einer Arbeit über muslimische Handwerksverbände als Wirtschaftshistoriker promovierte, Ernst Kantorowicz. Er hatte zum Wintersemester 1932-33 den Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte in Frankfurt eingenommen, stellte also, ich sagte es nach erheblichen Störungen seiner Vorlesung, Beginn Sommersemesters 33 ein Besuch und Beurlaubung an die damals nationalsozialistische Universitätsführung. Und daraus jetzt ein längeres Zitat. Obwohl ich als Kriegsfreiwilliger vom August 1914, obwohl ich aufgrund meiner Veröffentlichung mit dem Staufer Kaiser Friedrich II. Für meine Gesinnung gegenüber einem wieder national gerichteten Deutschland keines Ausweises von gestern, vorgestern und heute bedarf, obwohl meine jenseits aller Zeitströmungen und Tagesereignisse begründete, grundsätzlich positive Einstellung gegenüber einem national regierten Reich auch durch die jüngsten Geschehnisse diese meine positive Einstellung nicht hat ins Wanken kommen können, und obwohl ich ganz gewiss keine Störungen meiner Lehrtätigkeit seitens der Studenten zu erwarten habe, so dass eine freie Rücksichtnahme auch auf den ungestörten Lehrbetrieb der Gesamtuniversität damit für mich entfällt, so
sehe ich mich als Jude dennoch gezwungen, aus dem Geschehenen die Folgerungen zu ziehen und im kommenden Sommersemester 33 meine Lehrtätigkeit ruhen zu lassen. Denn, so fährt nun Kantorowicz fort, denn solange jeder deutsche Jude, wie in der gegenwärtigen Zeit der Umwälzung, schon durch seine Herkunft fast für einen Landesverräter gelten kann, solange jeder Jude als solcher rassemäßig für minderwertig erachtet wird, solange die Tatsache, überhaupt jüdisches Blut in den Adern zu haben, zugleich einen Gesinnungsdefekt involviert, solange jeder deutsche Jude sich einer täglichen Antastung seiner Ehre ausgesetzt sieht, ohne die Möglichkeit, persönliche oder gerichtliche Genugtuung zu erzwingen, solange ihm als Studenten das akademische Bürgerrecht versagt, der Gebrauch der deutschen Sprache gestattet wird, wie es auch dem Universitätsgebäude selbst angeschlagenen Aufruf der deutschen Studentenschaft fordern dürfen. Also nicht gestattet wird. Solange durch Dienstbefehl auch den Juden als Leiter der Seminare zugemutet wird, sich aktiv an judenfeindlichen Aktionen zu beteiligen, und solange jeder Jude gerade, wenn er ein nationales Deutschland voll bejaht, unfehlbar in den Verdacht gerät, durch das Bekunden seiner Gesinnung nur aus Furcht zu handeln oder bloß seinen persönlichen Vorteil zu suchen, nach Pfründen zu jagen und seine wirtschaftliche Existenz sichern zu wollen, solange daher jeder deutsche und wahrhaft national gesinnte Jude, um einem solchen Verdacht zu entgehen, seine nationale Gesinnung eher schamhaft verbergen muss, als dass er sie unbefangen kundtun dürfte, solange, schreibt Kantorowicz, solange erscheint es mir als unvereinbar mit der Würde eines Hochschullehrers, sein nur auf innerer Wahrheit begründetes Amt verantwortlich zu versehen und solange auch als eine Verletzung des Schamgefühls der Studenten seine Lehrtätigkeit, als wäre nichts geschehen, wieder aufzunehmen. Ende des Zitats. Der damalige Rektor der Johann Wolfgang Goethe Universität aber war der rassistische Erziehungswissenschaftler Ernst Krieg. Er am 26. April 1939 Kraft eines ministeriellen Erlasses zum Professor und Rektor der Universität ernannt worden. Krieg meldete anlässlich des Urlaubsbesuchs von Kantorowicz nach Berlin, dass studentische Eingaben zugunsten von Kantorowicz unbegründet seien, Störungen gar nicht stattgefunden hätten und Kantorowicz die studentische Eingabe schließlich selbst verursacht haben. Am 1. Oktober 1934 förmlich entpflichtet, bezog Kantorowicz, das ist auch schon auffällig, bis Ende des Jahres 1941, da lebte er längst in den USA, sein deutsches Hochstaatsgehalt. Nun, wer war dieser nach eigener Auskunft national besonnene Ernst Kantorowicz, der als junger Mann bereit war, für Kaiser und Reich sein Leben zu riskieren und der sich nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, als rechtsnationaler, antikommunistischer Freikorpskämpfer bei der Niederschlagung des Spartakusaufstandes und dann im Weiteren des bei der Liquidierung der Münchner Räterepublik betätigte. 1895 in einer großbürgerlichen jüdischen Familie, die in Posen eine Likörfabrik betrieb, geboren und 1963 in Princeton, USA, gestorben, meldete sich Kantorowicz nach einer kaufmännischen Lehre im Jahr
1914 freiwillig zu den Deutschen und den kaiserlichen Fahnen und stand schon im September des Jahres vor Verdun. Nachdem er sich Anfang des Jahres 1917 in die Türkei hatte abkommandieren lassen, erlebte er das Kriegsende November 1918 in Berlin, um sich sofort nationalen Freikorpsverbänden anzuschließen, die die Abtrennung von Posen und Westpreußen an Polen verhindern wollten. 1919, in Deutschland, zumal im Berliner Bürgerkrieg, Liebknecht und Luxemburg führten den schließlich niedergeschlagenen Spartakusaufstand an, war Kantorowicz, ich sagte es, ebenso an der Niederschlagung beteiligt, wie er dann kurz darauf im Mai des Jahres 1919 in München an der Zerschlagung der Münchner Räterepublik aktiv mitwirkte. Kantorowicz, der seit dem Wintersemester 1920 in Heidelberg studiert hatte, gehörte dort bald zum Kreis um den selbsternannten charismatischen Dichterfürsten Stefan George. Während einer eigentümlichen Verquickung von Dichtkunst und Lebensform für eine Geistesaristokratie auf Basis platonisch gedeuteter Freundschaft eintrat, die in besonderer Weise, das ist auffällig, Außenseiter der damaligen deutschen Gesellschaft, nämlich Juden und Homosexuelle, aber auch emanzipierte Frauen, die freilich nur eine Nebenrolle spielen durften, anzog. Kantorowicz wurde im August des Jahres 30 erst ein Honorarprofessor an dieser Universität verdient, 32 dann wurde er zum ordentlichen Professor für Mittel- und Neue Geschichte sowie zum Direktor des Historischen Seminars ernannt. Spätestens ab 1930 in Frankfurt am Main, längst bekannt, ob seiner im Jahr 1927 im Geiste von Stefan George verfassten Studie über den Stauferkaiser Friedrich II. Waren seine Vorlesungen ein gesellschaftliches Ereignis. Kantorowicz' Antrittsvorlesung zu einer Zeitzeuge war ein so mondänes Ereignis, dass der größte Hörsaal nicht ausreichte und die Studenten vorher Plätze belegten. Ernst Kantorowicz' Vorlesung war nicht zuletzt deswegen so gut besucht, weil er selbst keineswegs zu Unrecht als ein Historiker galt, der ganz anders als hart und positivistisch an den Quellen arbeitende Historiker in seinem Buch intuitiv, ja beinahe mythisch-dichterisch vorging. Und nun muss man doch fragen, was es mit diesem George-Kreis auf sich hatte, von Stefan George. Allerdings, obwohl sich der Dichterfürst Stefan George von jüdischen Jüngern anhimmeln, aus- und unterhalten ließ, obwohl er zudem tatsächlich von fanatischen antisemitischen Judenhassern als den Juden untertan denunziert wurde, war er selbst auch ein, wenn auch nicht besonders fanatischer Antisemit. Schon 1905 war Stefan George die deutsche Hauptstadt Berlin so im Brief an einen Buchillustrator unsympathisch. Zitat, dieser Berliner Mischmasch von Beamten, Juden und Huren. Juden galten Stefan George als besonders geschäftstüchtig. Nicht zuletzt aus seiner Erinnerung an seine Kindheit als Viehhändler an der Mosel, aber auch als Repräsentanten einer, wie er es nannte, geschäftigen Geistmacherei. Als andere Menschen, ja, sogar als Fremdstämmige. In der für die deutsche Jugendbewegung maßgeblich gewordenen Gedichtsammlung Der Stern des Bundes aus dem Jahr 1914 hat George seiner Auffassung im Verhältnis von Juden und Nichtjuden dichterisch-pathetischen Ausdruck verliehen. Jetzt kommt beim George-Gedicht.
Stammort des Gottgespenstes. Gleich entfernte und heitere Meer und Binnen, wo sich Leben zu Ende lebt, in Welt von Gott und Bild. Blond oder schwarz, demselben Schoß entsprungen, verkannte Brüder, sucht euch und passend, ihr immer schweifend und drum nie erfüllt. Das ist die Juden, immer schweifend. Dieses Gedicht enthielt nun freilich in den Augen von Georgs jüdischen Anhänger beides den Inbegriff der Hoffnung, dass auch Juden allen Rassenstereotypen zum Trotz gleichberechtigte Mitglieder einer geistesaristokratischen Gemeinschaft werden können. Da ist er im Gesicht, denselben Schoß entsprungen. Aber eben auch ihre gleichsam ahasverische Kennzeichnung immer schweifend und drum nie erfüllt. Enthält also die eine Verszeile jenes Versprechen, das nicht weniger assimilierte jüdische Intellektuelle in den Bannkreis Georgs zog, so drückt die andere Zeile schon 20 Jahre vor der nationalsozialistischen Machtübernahme eine nie wirklich überbrückte und auch nie zu überbrückende Distanz aus. Nun, zum Verständnis dieses geistesaristokratischen, sich um den charismatischen Georg rankenden Projekts ist es nun freilich unerlässlich zu wissen, dass sich, ich habe es schon angedeutet, das Projekt besonders zwei Randgruppen der damaligen deutschen Gesellschaft anbot, sie genauer gesagt konstitutiv integrierte, nämlich geisteswissenschaftlich und männerbündisch ausgerichtete Homosexuelle sowie assimilierte, besser gesagt gesellschaftliche Anerkennung und Integration anstrebende jüdische Intellektuelle. Einige Mitglieder des Kreises gehörten sogar beiden damaligen Randgruppen an. Wenn also die später von den Freunden Walter Benjamins, dem Kabbalah-Forscher Gershom Scholem, bezweifelte deutsch-jüdische Symbiose irgendwo so etwas wie einen bewussten geistigen Ort hatte, dann hier im Georgenkreis. Die eigentümliche subpolitische Vergemeinschaftungsform einer durch die Liebe zu einem charismatischen Meister, zur Schönheit der Dichtung und zur Anmut von Knaben miteinander verbundenen Gruppe von Gebildeten unterschiedlicher Generationen brach die Hoffnung, Respekt, Gleichheit und Anerkennung, wenn schon nicht in der bürgerlichen Gesellschaft, so doch in einem, und Stefan George tatsächlich so bezeichneten, dichterischen Staat zu finden. Freilich war der Preis, den die Außenseiter für diese Aufhebung der Diskriminierung zu zahlen hatten, erheblich. Hatten die Homosexuellen den Preis des Verhehlens und Überhöhens ihres Begehrens zu entrichten, so mussten die Juden schließlich gestürzt entdecken, dass das ersehnte geheime Deutschland die Form seines eigenen Zerbels angenommen hat. Umso drängender ist daher die Frage, ob und wie und mit welchen Folgen diese deutsch-jüdische Symbiose den Machtantritt der Nationalsozialisten überstand. Wie also ein aus mehreren Generationen bestehender Männer- und Jünglingsbund, der völkisch und definitiv antidemokratisch ausgerichtet war, die von den Nationalsozialisten anbefohlene Dissimulation schließlich in Mordmündete aufgenommen hat. Bei aller differenzierten Betrachtung zeigt sich dann leider, dass die meisten nicht-jüdischen Mitglieder des Kreises versagt und damit auch bewiesen haben, dass ihnen die Ideologie des Blutes denn doch über den Kult des Geistigen gegangen ist. Nach 1933 nämlich leuchtete der Stern des Bundes jedenfalls nicht mehr über den jüdischen Mitglieder des Kreises. Das nicht einzugestehen, beziehungsweise das Versagen des Kreises und seiner nicht-jüdischen Mitglieder zu bagatellisieren, dabei auch Stefan George selbst von jeder Kritik auszunehmen und die Richtigkeit des Grundansatzes von George und seinem Kreis und dessen jüngsten Spross Klaus von Stauffenberg zu rehabilitieren,
Das ist das Problem und womöglich die ideologische Lebenslüge, die den Gegenwärtigen, wenn Sie Germanisten sind, wird Ihnen das aufgefallen sein, die den gegenwärtigen neuen Presse an Gerade Stauffenberg und dem konservativen deutschen Widerstand zugrunde liegt. Aber immerhin, Stefan Gerade war all seinen völkischen und antidemokratischen Vorstellungen zum Trotz tatsächlich nicht bereit, sich von den Nationalsozialisten einbeuten zu lassen. Er verließ Deutschland im Laufe des Jahres 1933, um sich damals bereits schwer erkrankt in Minusio am Luganer See niederzulassen, wo er am 4. Dezember des Jahres 1933 verstarb. Und zu jenen, die seinen Sarg trugen, gehörte nun Ernst Kantorowitsch. Tatsächlich. Ernst Kantorowitsch stand mit seinen Worten, aber auch Taten, lange Zeit im Zentrum des Kreises. War doch sogar er es, der das für die Widerständler vom 20. Juli die Hitler-Attentäter entscheidende Stichwort geliefert hatte. Das Wort vom geheimen Deutschland. Nun muss man einräumen, dass nicht er der Erfinder dieses Begriffs gewesen ist. Zum ersten Mal, soweit wir wissen, war es im Jahr 1910 ein wiederum jüdischer Dichter des Georgenkreises, nämlich der aus Darmstadt stammende Dichter Karl Wolfskehl, der 1933 sofort Deutschland verlassen hat, um bis 1936 im faschistischen Italien zu leben, als dort die Rassengesetze eingeführt waren wurden, hat gesagt, nichts wie weg aus Europa, Ultima Thule, und emigrierte über Australien nach Neuseeland, wo er dann schließlich gestorben ist, Karl Wolfskehl. Nun, dieser Begriff vom geheimen Deutschland trat zum ersten Mal 1924, also zwei Jahre nach der faschistischen Machtergreifung in Italien, ans Licht der Öffentlichkeit. Als also das faschistische Italien die 700-Jahr-Feier der Universität Neapel im Dom zu Palermo beging und dort am Grab des staufischen Kaisers Friedrich II., über den ja Kantorowitsch sein Buch geschrieben hat, eines nach Lesart der 1920er Jahre aufgeklärten und toleranten und nach heutigen Begriffen multikulturell geprägten Herrschers ein Kranz zu sehen war, der folgende Inschrift trug: seinen Kaisern und Helden das geheime Deutschland. Berichtet wurde dies von einem Mitglied des Georgenkreises, keinem anderen als von Ernst Kantorowitsch. Und so war es nun Ernst Kantorowitsch, der in seiner anfangs erwähnten Frankfurter Abschiedslesung 1933 den von dem Dichter Karl Wolfskehl schon 1910 geprägten Schlagwort vom geheimen Deutschland eine inhaltliche Ausgestaltung gab. Und jetzt kommt wieder ein Zitat. Das geheime Deutschland, so Kantorowitsch damals, ist gleich einem jüngsten Gericht und Aufstand der Toten stets unmittelbar nahe, ja gegenwärtig. Die geheime Gemeinschaft der Dichter und Weisen, der Helden und Heiligen, der Opfer und der Opfer, welche Deutschland hervorgebracht hat und die Deutschland sich dargebracht haben. Es ist als Gemeinschaft ein Götterreich wie der Olymp, ist ein Geisterreich wie der mittelalterliche Heiligen- und Engelsstaat, ist ein Menschenreich wie Dantes als Humana Civilitas, er schaute Jenseitswelt der drei Bezirke. Es ist die in Stufen und Ränge geordnete Heroenwelt des heutigen, bis 1924, des künftigen, nein, bis 1933, des heutigen, des künftigen und des ewigen Deutschland. Von dem geheimen Deutschland, so Kantorowitsch, gelte daher das Nämliche wie
von allen Mysterien. Dieses hat sich nie zugetragen, hat sich niemals begeben, aber es ist immerwährend und ewig. So also Kantorowicz 1933. Das geheime Deutschland, das sich demgemäß von der mittelalterlichen Vergangenheit bis in die esoterische Gegenwart der späten Weimarer Republik erstreckte, erweist sich somit als ein geistesaristokratisches Projekt, als ein Vorhaben unpolitischer Politik bzw. politisierten Unpolitischseins. Vielleicht würde man mit der Begrifflichkeit der Nouvelle Droite in Frankreich von einer Metapolitik sprechen. Zu fragen ist gleichwohl, wenn wir jetzt nochmal an den Ausruf Klaus von Stauffenbergs bei seiner Hinrichtung denken. Beweist das George Jonas Stauffenberg Bereitschaft, Leib und Leben im Widerstand gegen Hitler zu lassen, dass sein Meister und Ideengeber Stefan George der Hüter eines besseren Deutschlands gewesen ist, Stifter und Wahrer einer verschütteten Tradition, die es auch heute angesichts uniformer über die Subjekte hinwegrollender Globalisierungsprozesse wieder zu entdecken und zu rehabilitieren gilt. Mit mehr als 60 Jahren Verspätung, so könnte man sagen, hätte sich so die wahre Würde, das Beste, das jene Tradition zu bieten hatte, nämlich das geheime Deutschland endlich spät genug offenbart. Das jedenfalls ist nicht meine, aber die mit gebotener Vorsicht und einigen ehrenwerten Zweifeln vertretene eines nicht mehr lebenden Philosophen Manfred Riedels, eines Schülers von Hans Meyer und Hans Bloch, von Karl Löwin und Hans-Georg Gadamer, der bereits 2006 unter dem Titel Geheimes Deutschland, Stefan George und die Brüder Stauffenberg ein Buch dazu vorgelegt hat, ein Buch vor dem Buch von Thomas Karloff über Stefan George und ein Buch vor der Studie des Leiters des Marburger Literaturarchivs Ulrich Rauf unter dem Titel Kreis und Meister, wo es um die Verwirkungen des George-Kreises in die Bundesrepublik gibt. Also Rauf kann nachweisen, dass das, was wir heute als Bildungsreform kennen, wesentlich von Leuten, die dem irgendwie angehört haben, ausgedacht worden ist. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Dem genannten Manfred Riedel geht es in seinerzeit kaum debattierten Buch darum, über die Wiederentdeckung des Georgenkreises und vor allem der frühen Jahre der Gebrüder Stauffenberg einen anderen Begriff vom Westen zu begründen, der mehr und anderes sei als liberale Demokratie, Marktwirtschaft, NATO und angelsächsische politische Konstitution. Ein Begriff des Westens, der das Okzidentale, das Abendländische betont, aber auch dies in strikter Abgrenzung vom Nachkriegsverständnis des Westens, also Nachkriegsverständnis des Westens im Sinne der Anlagerrepublik, also der katholischen Kirche, des Römischen Reiches und Recht der christlichen Zivilisation. Manfred Riedel geht es um einen Westen, den nicht nur er mit dem mythologischen Namen aus der Odyssee und den römischen Dichtungen Hesperien benennt, also jene im westlichen Meer oder jenseits von Gibraltar, der Säule des Herkules gelegenen sagenhaften Inseln, auf denen die goldene, ewige Jugend und glückweise Äpfel der Hesperiden wuchsen, um einen Westen, der zugleich immer seine Gegenküste, nämlich den östlichen Mittelmeerrand und damit die mediterrane Zivilisation umfasst. Um eine Zivilisation also, die sich um das Mare Nostrum, später auch von den Römern als Mater Nostra, unsere Mutter, bezeichnet, wand und vielleicht wirklich die Blaupause eines neuen geopolitischen Projekts eines geheimen Europas darstellen könnte. Dass das überhaupt nicht der Fall ist, das sieht man natürlich an diesen Tausenden von Menschen, die Tag für Tag und Monat für Monat im Mittelmeer ertrinken. Um mir doch eine anfängliche Frage noch einmal zu stellen. Warum ist es also wichtig, Stauffenbergs letzte Worte zu kennen? Warum hat sich die zeitgeschichtliche Forschung trotz ungesicherter Quellenlage und Ohrenzeugen schließlich denn doch für
Lang lebe das geheime Deutschland entschieden. Und damit komme ich noch einmal auf Ernst Kantorowicz zurück. Ernst Kantorowicz jedenfalls sollte nie wieder nach Deutschland zurückkehren und war zudem der festen Überzeugung, dass man sich als jemand, der Deutschland verlassen hatte, als Nicht-Kombattant im Zweiten Weltkrieg, als Jude oder Immigrant in deutsche Angelegenheiten nicht mehr einmischen sollte. Die Goethe-Universität immerhin ehrte Kantorowicz schon in den frühen Jahren. Kurz nach seinem Tode 1963 bot der Bildhauer Alexander Zschokke der Universität eine Büste, eine Porträtbüste von Kantorowicz an, die wohl schon in den 1920er Jahren angefertigt wurde, deren Provenienz dennoch bezweifelt wird. Eine erste Gedenkveranstaltung in den 1990er Jahren für den inzwischen weltberühmten Medievisten mit seinem Buch Die beiden Körper des Königs kriegt indes, wie der schon genannte Ulrich aufgerichtet, zu einem geradezu fassenhaften Satirspiel. Als Mitte der 1990er Jahre zwei Herausgeber von Aufsätzen Kantorowicz das Erscheinen dieses Bandes feiern wollten, sahen sie sich mangels nur schmaler Zuschüsse des Verlages gezwungen auszuweichen, denn haben wir es auf, das historische Seminar, dem Kantorowicz anfangs der 30er Jahre angehört hatte, residierte mittlerweile in einem mehrstöckigen Neubau aus den 60er Jahren in der Kreifstraße, das kennen Sie alle, unweit der Bockheimer Warte, einem zunehmend verfallenen Betonklotz von Sir Rolf, eindrucksvoller Schäbigkeit. Da als Ausweichquartier das offizielle Frankfurter Literaturhaus an diesem Abend ausgebucht war, wurde ein Hinterhaus am Ostrand der City gefunden, inzwischen ein bekanntes Bordell. Dort begegneten sich immer noch Rolf bei der Buchvorstellung, schließlich zu einem erstaunlichen Schauspiel eines spätmodernen Symposiums, bei dem sich Philosophen und Hetären oder mit Kantorowicz zu sprechen, Denker in Zivil und Göttinnen in Uniform mit gleichsam panischer Unschuld begegnen. Ende des Zitats. Nun ist nicht nur aus der antiken Dramentheorie, sondern auch im berühmten Ausspruch von Karl Marx gemäß ist so, dass sich Tragödien bzw. große weltgeschichtliche Tatsachen zweimal ereignen, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Mindestens im Falle von Kantorowicz hat die Goethe-Universität die Farce bereits hinter sich gebracht. Und es stellt sich die Frage, ob dies wirklich das letzte Wort anlässlich des Schicksals der diese Universität als bedeutend gemacht haben, vertriebenen und schlechten Frankfurter Wissenschaftler bleiben soll. Immerhin gibt es ja inzwischen also eine Max-Horkheimer Straße, einen Adorno-Weg. Immerhin ist die Straße also jetzt hier nach Norbert-Hollheim benannt, also der Grüneburg-Platz. Ernst Kantorowicz ist meines Wissens noch nicht geehrt worden in dieser Hinsicht. Nun, also Blick auf diese Schicksale ist die Universität weiterhin an ihre bleibende Verantwortung zu nennen. Und wenn Sie noch ein bisschen Geduld haben, machen jetzt einen kleinen Exkurs über den Antisemitismus, den tatsächlich zurückgekehrte jüdische Wissenschaftler zu erleiden hatten an dieser Universität. Anders als Adorno und Horkheimer, wie soll es jetzt gehen? Die, wenn auch unter Zweifeln, die nie verstummen sollten, nach Deutschland, nach Frankfurt am Main, an die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität zurückkehrten, war für Kantorowicz, sie sagte es, unwiderruflich klar, dass er dort nie mehr wieder würde wirken können. In einem Brief schon vom September 1945 schrieb er einem Freund, Zitat, an eine Rückkehr zu einem deutschen Katheder ist, was mich betrifft, natürlich niemals zu denken. Belsen, Dachau, Theresienstadt,
immer zwischen mir und der studentischen Jugend stehen. Ende Zitat. Antonowitsch hat also intuitiv erfasst, was bei einer Rückkehr geschehen könnte. Seinen Generationsgenossen Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, die sich nach langen Beratungen und quälendsten Zweifeln schließlich doch noch dazu entschlossen, zurückzukehren nach Frankfurt am Main an die Johann Wolfgang Goethe-Universität, widerfuhr genau dies, was Kantorowicz intuitiv erahnt hatte. In Adornos Negative Dialektik spätestens 1966 verfasst, er war nun seit 10 Jahren Ordinarius an der Goethe-Universität, heißt es zum Schluss einer Reflexion über die berühmt gewordene Behauptung, dass ich nach Auschwitz kein Gedicht mehr schreiben ließ, und jetzt kommt ein Adorno-Zitat. Nicht falsch, aber es ist die interkulturelle Frage, ob nach Auschwitz sich noch leben lasse, ob vollends es dürfe, wer zufällig entrann und rechtens hätte umgebracht werden müssen. Sein Weiterleben bedarf schon der Kälte des Grundprinzips der bürgerlichen Subjektivität, ohne dass Auschwitz nicht möglich gewesen wäre, drastische Schuld des Verschonten. Zur Vergeltung, so Adorno, suchen ihm Träume heim wie der, dass er gar nicht mehr lebte, sondern 1944 vergast worden wäre und seine ganze Existenz danach lediglich in der Einbildung führte, Emanation des irren Wunsches eines vor 20 Jahren Umgebrachten. Nun, die Verschonung, von der Adorno hier schreibt, kommt auch im Brief an seine Eltern, die in New York lebten, zum Ausdruck. Im Brief, Briefe, in denen Adorno nicht selten die Schönheiten der kalifornischen Landschaft schildert, beziehungsweise seine Eltern davon vorschwärmen, welche behagliche und schön gelegene Wohnungen er und seine Frau besichtigt hätten. Vor allem durchaus die Wendungen auf dem europäischen Kriegsschauplatz wahrnehmend. Am 12. November 1949, jetzt ist Adorno in Frankfurt, schreibt er seiner Mutter. Die Stadt kam mir erst in der Nähe der Bockheimer Warte gar nicht so arg vor. Aber die Altstadt ist ein wüster Traum, in dem alles durcheinander geriet. Die Fahrgassen zum Beispiel gibt es überhaupt nicht mehr. Trotz allem ist es Frankfurt und das Gefühl der Heimat stärker als alles andere. Ein Wunder, dass trotz allem die dreiviertel zerstörte Stadt den Eindruck fast des Normalen macht. Essen vorzüglich, Zimmer überheizt, auch ein großes in der Universität. Nur die Kleider der Leute sind schäbig und es gibt, so Adorno, überhaupt keine eleganten Frauen mehr. Spätestens an dieser Stelle ist es aber jetzt nicht mehr möglich, These des erstmals 1983 von dem Philosophen Hermann Lübbe geäußerte These vom kommunikativen Beschweigen der NS-Vergangenheit anzusprechen. Hermann Lübbe wurde darunter ein gegen kurzschlüssiges Moralisieren stehendes kluges Verhalten verstanden wissen, dass es den ganz unterschiedlichen in das NS-Regime verstrickten Deutschen allererst möglich machte, unter der latent bürgerlich-konventionellen Verhalten ihrer früheren nationalsozialistischen Haltung gleichsam zu verwinden und so überhaupt erst in die Lage versetzt zu werden, sich ins politische und kulturelle Gefüge einer liberalen parlamentarischen Demokratie einzubringen. Dass dieses kommunikative Beschreiben im Alltag des universitären Lebens dieser Universität kaum durchzuhalten war, zeigt eine vom Universitätshistoriker Notker Hammerstein berichtete Episode aus einer Berufungskommission im Jahr 1956. Damals war der Rechtshistoriker Helmut Kohl-Rektor, als der Dekan der Philosophischen Fakultät Gottfried Weber erwähnte, dass die Ernennung Adornos zum ordentlichen Professor im selben Jahr, Zitat, ein Wiedergutmachungsfall gewesen sei. Und in diesem Zusammenhang äußerte der während der NS-Zeit in die Türkei emigrierte Orientalist Helmut Ritter Zweifel
an der juristischen Rechtmäßigkeit von Adornos Ernennung. Dennoch, er bezeichnete die Behandlung der Berufungssache Adorno schlicht als Unkorrektheit. Zitat: Bereits Adornos Ernennung zum außerordentlichen Professor sei ein Fall von Schiebung bzw. Protektion gewesen. Horkheimer, jetzt Zitat Handelschrein, der laut Protokoll ruhig und gelassen zu argumentieren und Ritterbrücken zu bauen versuchte, vermochte gleichwohl nicht, einen Ausbruch seines Gegners zu verhindern. Gleich nur noch Hammerstein, der genaue Wortlaut, so Hammersteins Wiedergabe im Nachhinein nicht mehr rekonstruiert werden konnte, so erinnerten sich die Sitzungsteilnehmer doch, wie das Ritter sinngemäß gesagt habe, es könnte jemand den Eindruck bekommen, dass, wenn man es als Karikatur ausdrücken wollte, es in Frankfurt genüge, die Protektion von Herrn Horkheimer zu haben und ein Jude zu sein, um Karriere zu machen. Darauf, immer noch Hammerstein, platzte Horkheimers Geduld und sehr erregt konnte er etwa: Herr Ritter, wenn Sie Antisemit sind, sollten Sie wenigstens hier das Maul halten. 1956 erklärte die Unterhaltung für beendet und eilte Türen schlagend aus dem Zimmer. Diese Affäre zog ihre Kreise, die Fakultät fasste Beschlüsse, verurteilte die Äußerung Ritters und forderte den Dekan auf, Ritter zu bitten, fortan den Sitzungen fernzubleiben und sich bei Adorno zu entschuldigen. Aber das getan hat Ritter nicht. Zudem möge man Horkheimer, der gedroht hatte, einen Emeritierungsgesuch einzureichen, davon abzusehen. Nun, all dies, ich komme zum Schluss, hatte Ernst Kantorowicz in gewisser Weise vorhergesehen. Und all dies ersparte sich Ernst Kantorowicz, der bewusst in den USA an der Universität von Kalifornien in Berkeley blieb und dort sein in der Medievistik bis heute grundlegendes Werk über die beiden Körper des Königs verfasste. Allerdings sollte auch ihm eine letzte politische Bewährungsprobe nicht erspart bleiben. In den späten 1940er und frühen 1950er Jahren, einem ersten Höhepunkt des Kalten Krieges, befanden sich Kultur, Politik und Gesellschaft der USA in hysterischer Erregung und Kommunistenangst. Einer Angst, ihren Ausdruck unter anderem in des Senators Joseph McCarthy durchgeführten Untersuchungsaktivitäten zu sogenannten unamerikanischen Umtrieben führte. Ein Unterfangen, dem nicht zuletzt jüdische Emigranten aus Europa zum Opfer fielen. Freilich wurden nicht alle Verdächtigen vor Untersuchungskommissionen geladen. Manchen wurde lediglich ein Loyalitätseid abverlangt, auch Ernst Kantorowicz. Er aber verweigerte unter Berufung und die deutschen Erfahrungen, die sie aus 1933 vor Augen, diesen Eid und wurde daher mit 21 anderen Kollegen fristlos entlassen. Zu diesem Vorgang hat sich Kantorowicz selbst ausführlich geäußert. Dann schreibe man den damaligen Präsidenten der Universität, Berkeley University of California, Robert D. Sproul, schrieb er, und jetzt kommt ein englisches Zitat. My political record, so Ernst Kantorowicz, will stand the test of every investigation. I have twice volunteered to fight actively with rifle and gun, the left-wing radicals in Germany. But I know also that by joining the White Battalions and the Freikorps, I have prepared, if indirectly and against my intention, the road leading to National Socialism and its rise to power. I shall be ready at any moment to produce sworn evidence
before the court of the Federal Bureau of Investigation, which has admitted me to citizenship during the war. But my respect for the University of California and its task is such that I cannot allow myself to believe that the base field of political inquisition, which paralyzes scholarly production, should be within the range of its activities. Aber immerhin, 1951, nach seiner Entlassung, wurde ihm auf Veranlassung seines Freundes Robert Oppenheimer eine Professur am Institute for Advanced Studies in Princeton angeboten, wo er bis seinem Tode im Jahr 1963 als ein dem Freud des Lebens zugewandte, stets kreativer Wissenschaftler blieb. Ernst Kantorowicz, oder wie er von seinen vielen Freunden genannt wurde, E.K., verbrachte die letzten Tage und Jahre seines Lebens fern von Deutschland an der amerikanischen Westküste in Heiterkeit und Muße. 1963, nach einem geselligen Umtrunk sowie Scherzen über das Altern und über Krankheiten, brach er dann in seinem Haus in Princeton auf dem Weg zum Leuten Telefon zusammen und starb kurz darauf. Von ihm blieb, neben dem Buch über Friedrich II.,